Hier ist die Petra von Stempel dich bunt und ich freue mich sehr, dass du auch bei unserem Videohop wieder mit dabei bist. Jetzt im April haben wir uns das Thema Oster- oder Frühjahrs-Goodie vorgenommen und ich habe mich ganz klassisch für ein Osternest entschieden. Ja, ich habe das in der Hauptfarbe blau gestaltet. Ich kann das jetzt nicht so gut ganz rumdrehen, damit mir hier die Eier nicht rauspurzeln. Das ist also ja, ein Osternestchen, wie man es eben so kennt. Da sind einige blaue Blüten verteilt. Und der Blickfang ist die große Schleife an dem Henkel. Da sind auch noch einige Blüten. Und das Ganze ist relativ einfach gemacht. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Du brauchst als erstes Farbkarton. Ich habe die Farbe Wildleder genommen für das Osterkörbchen. Und das wird mit dem Envelope Punchboard gemacht. Daher brauchen wir ein Quadrat. Bevor ich allerdings das Maß zurechtschneide, schneide ich von dem DIN A4 Bogen in der Länge schon mal einen Streifen in 2 cm Breite ab. Das ist nämlich nachher das Stück, was wir für den Henkel brauchen. Und aus dem restlichen Bogen schneide ich ein Quadrat der Größe 16,8 mal 16,8 cm. Die 16,8 ist hier genau im Gelenk. Und dann geht es mit dem Envelope Punchboard weiter. Und die beiden Falzstellen, die wir für die Box brauchen, sind bei 5,9 und bei 11,6 cm. Jetzt muss ich selber mal gucken. Das kann ich sonst nämlich gar nicht richtig sehen. 5,9 ist die erste, da wird gestanzt und gefalzt. Und die zweite bei 11,6. Da wird auch gestanzt und gefalzt und das Ganze mache ich dann einmal reihum. Und zwar, wie das mit dem Envelope Punchboard üblicherweise gemacht wird, immer an der Falzlinie der letzten Seite. Wenn ich einmal rumgegangen bin, dann habe ich hier meinen vorbereiteten Farbkarton. Da knicke ich einmal die Falzlinien nach, damit ich die gleich nach dem Prägen auch direkt wiederfinde. Und dann kürze ich auch direkt die Seitenlaschen. Die werden nachher nämlich eingeklappt und damit die dann unten nicht überstehen, schneide ich einfach die Spitze ab. Dann habe ich den Farbkarton mit der Prägeform Korbgeflecht geprägt. Denn ich möchte gerne, dass diese äußeren Bereiche geprägt sind. Ich habe also eine der Seitenlaschen einfach eingeklappt und praktisch dann mit in die Prägeform eingelegt. Die liegt dann mit beiden Seiten drin, das macht aber nichts. Und dann komme ich bis ja, auf die letzte oder auf die Seite der gegenüberliegenden Seite. Bis dahin greift die Form. Das kurbel ich jetzt so einmal durch. Dabei habe ich hier diese Lasche eben auch umgeschlagen. So sieht das dann aus, wenn ich das aus der Form hole. Ja, und dann präge ich einfach die andere Seite auch noch einmal. Dafür lege ich die eben von der anderen Seite in die Form rein. Da klappe ich dann beide Abschnitte um, beziehungsweise hier an der Seite den und kann es dann in der anderen Richtung durch die Big Shot schieben. Und so habe ich jetzt den Farbkarton einmal geprägt. Jetzt knicke ich nochmal die Falzkanten nach, damit ich das auch alles richtig wieder finde. Und als allererstes klebe ich die Laschen innen fest. Das mache ich mit dem Tombow. Und dann klebe ich alle 4 Laschen einfach nach innen. So sieht das jetzt aus. Und jetzt schneide ich die Klebelaschen an der Seite zurecht. Und du siehst hier, dass hier so 2 Ecken sind, die an den die jeweils in diesen Eckteilen noch vorhanden sind. Und da schneide ich von jeder dieser beiden Ecken zu der Kreuzung der Falzlinien, die dann am nächsten ist, ein und schneide dann praktisch einen so einen Keil in der Mitte raus. Und die beiden Klebelaschen, mit denen schließe ich dann nachher oder bilde ich dann daraus die Kiste. So, und dann klebe ich eben, wie gesagt, die Klebelaschen aufeinander fest. Und dadurch, dass ich diese Keile rausgeschnitten habe, entsteht also keine Box mit rechteckigen Seitenkanten, sondern die ist nach oben so ein bisschen geöffnet und das bekommt eben, oder das macht dann diesen nestartigen Charakter. Wortfindungsschwierigkeiten, Formulierungsschwierigkeiten heute im Video. Die Klebelaschen, die sind oben nicht ganz bündig, da kann man dann einfach noch einmal mit der Schere vorbeigehen und kann diese überstehenden
kleinen Ecken abschneiden. Jetzt geht es weiter mit dem Henkel. Dafür nehmen wir den Streifen Farbkarton in der Breite 2 cm und die Länge sind ja 29,7 cm. Und den kannst du natürlich auch einfach mit der Prägeform Korbgeflecht prägen. Ich habe hier allerdings die Prägeform Zopfmuster genommen, weil ich das eben ganz schön fand und weil dieser Streifen genau für einen dieser Zöpfe reicht, hat mir das gut gefallen. Und dann muss ich das natürlich auch zweimal nacheinander durchkurbeln. Einmal die eine Seite, einmal die andere. So sieht der Farbkartonstreifen dann aus. Und damit er auch gut hält, habe ich den diesmal mit Ösen an dem Nest befestigt. Ich gucke mal, ob ich dir das hier gut zeigen kann. Da habe ich einfach eine Öse durchgestochen. Dann kann mir das nämlich nicht mehr abfallen. Und ja, dafür nehme ich die Crocodile und dann mache ich hier oben, auch relativ weit oben, ein Loch an der einen schmalen Seite und an der anderen schmalen Seite natürlich genauso. Außerdem, klar, auch noch jeweils ein Loch an den Seiten des Papierstreifens. Du siehst, hier bin ich ein kleines bisschen in der Form verrutscht. Weiß ich gar nicht, habe ich überhaupt nicht gemerkt beim Durchkurbeln. Das kommt dann einfach auf die Seite, die man nicht so oft ansieht, oder auf die hintere Seite. Naja, und dann kommt eben die Öse durch die Öffnung an dem Körbchen und eben auch an dem Streifen und wird zusammengepresst. Und das finde ich hier in dem Fall eine schönere Möglichkeit, als es zu kleben, weil gerade das Kleben auf dem geprägten Farbkarton nicht immer hundertprozentig hält. Und hier weiß ich also, das hält auf jeden Fall bombenfest. Die Dinger können natürlich abreißen, keine Frage, aber es kann mir nicht die Klebestelle wieder sich lösen und dann der Halter daraus schnackeln. Von daher finde ich das hier dann ganz schön. Ja, jetzt kann das Nest befüllt werden. Jetzt schaue ich mal, wie rum ich das dann hinterher haben möchte. Ich habe da wieder dieses Deko-Gras genommen in dem hellen Grün. Das zupfe ich mir dann eben so zurecht, wie ich das haben möchte, und lege das in das Nest rein. Das ist hier diese Deko-Wolle, die habe ich ja schon für mehrere Projekte genommen. Die habe ich eben einmal in den beiden Grüntönen oder noch mit Natur. Und mit einer Packung kommt man echt total weit, weil man immer nur so ganz wenig braucht. Habe ich also für nächstes Jahr auch noch den Vorrat. So, und dann kommen in mein Nest ja einige Sachen. Und die Farbe, die hat sich hier durch die Schleife des kleinen Häschens ergeben. Gekauft habe ich die Süßigkeiten alle bei Aldi. Das sind einmal hier diese kleinen Häschen, die sehen sehr ähnlich aus. Denen von Lindt sind auch genauso verpackt. Das Problem war nur, dass die Supermärkte hier sehr spät sind damit, dass sie überhaupt diese Saisonsüßigkeiten haben. Also ich drehe jetzt das Video in den letzten Märztagen und da war es also wirklich schwierig, hier schon irgendwo was zu finden. Und naja, dann kann ich es eben auch nicht ändern. Also ich habe noch ein gekochtes Ei, natürlich auch in Blau. Habe dann hier noch so ein anderes, das ist jetzt so ein Nougat-Ei. Diese großen Eier Knusper-Nougat und Karamell habe ich einmal genommen. Außerdem habe ich mir aus so einer gemischten Tüte Vollmilcheier eben auch ein paar in Blau rausgesucht. Da sind grüne, rosa und blaue Eier drin. Das sind alles Vollmilcheier. Dann habe ich noch zwei von den ganz kleinen Häschen genommen und einen kleinen Marienkäfer. Der ist von Niederegger. Der kommt hier in so einer länglichen Verpackung. Damit ich so einen kleinen Farbklecks noch drin habe, fand ich das ganz schön. Naja, und dann kann man das eben so arrangieren, wie es einem gefällt. Ich kann ja immer ewig an sowas rumzubbeln, bis ich mal zufrieden bin, aber irgendwann ist es dann in Ordnung und dann lasse ich es so. Jetzt fehlt natürlich noch die Dekoration, die habe ich hier auch in Blau gehalten. Und zwar habe ich eine große Schleife aus dem karierten Band Marineblau gebunden und habe mir auch gleich noch zwei Stücke von dem dünnen Band in Blaubeere, von dem gerippten dünnen Band abgeschnitten. Die habe ich da mit eingebunden. Und ich weiß jetzt nicht, wie das am besten geht. Ich mache das so, dass ich das beim Binden der Schleife mit auf den Mittelpunkt lege und dann eben die zweite Schleifenhälfte darüber binde.
Wenn du einen geschickteren Trick dafür kennst, dann freue ich mich auf einen Tipp. Und wenn dann auch an der Schleife genug gezubbelt ist, dann kann die mit einem oder zwei Glue Dots festgeklebt werden. Ich habe die seitlich an den Henkel geklebt. Ich habe deswegen auch die Enden ziemlich lang gelassen, damit die noch bis unten zu dem Körbchen runterhängen. Das hat mir gut gefallen. Die ziehe ich dann natürlich auch noch so ein bisschen zurecht, ist ja klar. Und dann kommen noch einige Blumen dazu. Und zwar habe ich mir dafür den Farbkarton in Babyblau genommen, damit es auch noch ein kleines bisschen heller wird. Und das Stempelset Pop-Off Petals. Das ist dieses hier mit den unterschiedlichen Blüten, zu dem es auch die Handstanze gibt. Die Stempelfarbe, die ich benutzt habe, ist Blaubeere. Und dann stempel ich jetzt zweimal eine der Blüten ab. Dann ziehe ich die Blütenblätter wie immer noch ein bisschen übers Falzbein und klebe die Blüten dann in der Mitte zusammen. Dabei versetze ich die so ein kleines bisschen. Und auch die kommen dann mit einem Glue Dot auf mein Nest. Und zwar habe ich die eine Blüte unter die Schleife geklebt und die zweite Blüte habe ich vorne an dem Nest befestigt. Das ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen. Ich kann das halt, wie gesagt, nicht gut zur Seite drehen, sonst fällt mir alles wieder raus. Da, der Marienkäfer fängt schon an. So, und dann habe ich noch ein paar kleine Blüten dazu gepackt. Und zwar habe ich dafür Farbkarton in Blaubeere genommen. Eine habe ich noch übrig. Insgesamt habe ich, glaube ich, 5 aufgeklebt. Die stanze ich hier aus mit der kleinen Stanze aus dem Stanzenpaket Blümchen. Auf der Schaumstoffmatte bekommen die alle nochmal so einen Druck mit dem Rückenteil des Pickers. Dann sehen die nämlich schön 3D-mäßig aus. Und die kommen auch alle mit einem Glue Dot an das Nest. In die kleinen Blüten habe ich dann Perlchen geklebt. Also du siehst, mein Vorsatz, mehr Perlen zu verbrauchen, der ist nach wie vor sehr erfolglos. Ich habe ja mehrfach schon diese Perlenpackung gezeigt und jedes Mal sage ich, ich muss mehr Perlen benutzen, damit ich endlich diese alte Packung mal verbraucht kriege, denn die ist noch in der alten Größenzusammensetzung. Ich glaube, die gibt es jetzt seit 2 Jahren schon nicht mehr. Aber, also du siehst, ein Ende ist in Sicht. Ich kann mal langsam drüber nachdenken, schon mal eine neue zu bestellen, damit ich dann Weihnachten gerüstet bin. So, und die großen Blüten, die haben dann jeweils noch eine mattierte Blüte bekommen. Also ich stelle fest, an meinem neuen Arbeitsplatz, ich bin noch nicht so richtig organisiert. Irgendwas suche ich immer. Also eine der mattierten Blüten, und zwar habe ich dann die weißen genommen. Die habe ich jeweils einfach in die Mitte geklebt. Und damit ist dann ein kleines Osternestchen in der blauen Variante fertig. Also von der Vorderansicht mache ich dir Fotos. Das möchte ich jetzt nicht nochmal komplett rumdrehen. Und dann hoffe ich, dir gefällt die Idee. Du bastelst vielleicht auch so ein Osternest. Und vor allen Dingen wünsche ich dir noch ganz viel Spaß beim Hüpfen durch die anderen Videoideen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!